mal wieder, ja, ein bisschen seriösen Journalismus am Abend hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir fahren jetzt mal ins Lückers nach Lünen und gucken Exhumer an. Wir sind ein bisschen spät, da werden wir wahrscheinlich die Vorbands verpassen, aber das Einzige, was ich von den Vorbands weiß, ist, dass eine so ein rundes Logo hatte. Mehr weiß ich nicht, kenne ich auch nicht. Ist mir auch egal, wir wollen ja Exhumer gucken und mal gucken, was der August da wieder so Schönes zu bieten hat. Ne? Wir sehen uns gleich, tschüss. So, die Fahrt dauert schon noch ein bisschen länger, aber da kann ich euch ja die Wartezeit überbrücken, bis wir da sind, mit einem tollen Witz. Und zwar stelle ich euch jetzt die Frage, was ist braun und kann ganz tief tauchen? So, und die Antwort darauf, die gibt es dann am Ende des Videos. Könnt ihr ja schon mal raten, was das denn wohl sein könnte. Das gibt Bonus-Pluspunkt, wenn man sich hier mal umguckt. Sieht sauber aus. Die nicht, aber die Toiletten. Das ist schon gut, ne? Und draußen machen die echt ordentlich Alarm. Wir hören da jetzt noch mal rein. Wie findet ihr das denn jetzt so hier, wenn wir schon auf der Toilette sind? Was haltet ihr denn von dem Abend hier? Ja, ich sag, Exhumer liefern hier hart ab. Großartig. Sehr schön. Wo ist der reingegangen? Der ist doch hier reingegangen, ey. BJ? Ja? Wo bist du? Hier. Wollen wir mal auf. So, und wie bei den Kühlen, so den Zuhörern. Der ist aber ja, das ist Leute laufen weg vor allem. Der ist echt geflüchtet. BJ kann es bezeugen, wir haben es gesehen. Der geht ja schon gut auf meinen Sonntag. Wie fandet ihr den Abend? Sehr geil. Könnte besser sein. Nein, war gut. Exhumer war geil. Sehr geil. Exhumer war geil. Ja, Kummer 7 war scheiße. Punkt. Den Rest habe ich nicht gesehen. Wer war scheiße? Kummer 7 war scheiße. Ich habe die nicht gesehen. Achso, ich auch nicht. Ich habe nur Exhumer gesehen. Was ich gesehen habe, war geil. Die Leute haben auch Fleisch gekauft. Die Zugabe, ich mir was schneller. Neue Exhumer-Scheibe. Noch falsch. Keine Reste für mich. Die Kamera anders kommt. Dann richtig was kommen. Ja, erste Zugabe und dann, hey, komm, gib ihm. Oh ja, auch. Fresse so. Aber na, das war ein bisschen zu laschig, ey. Ja, ich habe mir ja eine Cassidre-Platte gekauft. Wie fandest du es denn so? Gut, ja? Sehr gut. Ja, sehr gut. Wie fandest du es? War Hammer! War geil! War super geil! Der geilste Schlagzeuger der Welt! Da könnt ihr noch ein Groupie werden! Da könnt ihr schwach werden! Seriöser Journalismus am Abend! Wir haben hier eine schöne junge Frau! Wie fanden Sie das denn heute Abend? Ganz super toll! Ja? Jetzt machen wir ein kleines Interview mit dem Schlagzeuger. Der Schlagzeuger ist schwul, der kann gar nichts, der ist vollkommen scheiße. Hier, Specki. Specki, guck mal hier, so musst du dich von deinen Angestellten hier nennen lassen, Specki. Specki. Eigentlich darf das nur der Mem. Nur der Mem. Ah, das ist der Mem, ja. Der Mem darf mich. Der Mem darf mich Specki nennen. Aber auch nicht von der Mem. Mem nennt mich eigentlich mehr Fetti. Fetti ist auch. Wo ist der Dicke? Oder der Dicke. Obwohl der Dicke ist eigentlich er. Er hat aber jetzt den Dicken abgenutzt. Ja, auch nicht so richtig. Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig. Ich meine, das ist ja der Mann, der auch auf Bierfässern spielen kann. Was? Er hier. Achso, er hier. Der kann auch alles spielen. Signing Session with Exhumer. Hier.
So schreibt man seinen Namen. Ja. Und wie fandest du die Tour so? War ja, geil, hat Spaß gemacht. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Mhm. Du musst eigentlich nochmal ein Foto machen. Ich habe gerade schon zu einem Kumpel gesagt, wir waren jetzt in 12 verschiedenen Venues und haben 12 verschiedene Biere getrunken. Venues. Aber Krachbomber noch war nicht. Noch in keiner dabei. Ja. Bomber ist immer gut. Finde den Fehler. Find the Fehler. Find the mistake. Und wie fandet ihr es so hier war heute? Super. War super? Ja. Feine Sache. Als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, geht nix, aber ging doch einiges. Gerade beim Headliner Exhuma, großartig. Exhuma endgeil, genau. Ja, das Fanservice, da kann man noch hautnah an die Band hier abgreifen für Autogramme oder auch weiteres. So sieht das Lukas aus, wenn hier nichts mehr los ist, wenn vorbei ist und die Lichter angehen. Ja, es ist hier leer, aber ein schöner Laden. Schauen wir mal rum von hier. Da ist der August auch. Ja, das Schlimme ist jetzt, fragt man sich, wie kommt man jetzt noch an ein Bier? Da stehen ja noch welche rum. Vielleicht kann man noch so ein Indianerbier abgreifen. Man weiß es nicht. You remind me of Kevin Starrs. Kevin Starrs? Who's yeah, Kevin Starrs? The singer from Michael Ashes and Deadbeats. I don't know. Yeah, yeah, it would Google be it. Better like when I remind you of G.G. Allin. Sorry? Of G.G. Allin. Who, me? Nein, me. Oh, well, yeah, without a hair. So you are from which band? Exorcist. 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 From Greece. Yes. Yes, I like. You saw us? Greek band. No, I miss you because we were like late. Boo. So what do you think of this evening? Of this evening, it was awesome. Last night of the tour, and yeah, it was fun. Cried was fine. Everything's fine. We ended this tour on a high note. So. Heute haben wir das F-Wort nicht gesagt. Wir machen heute seriösen Journalismus hier mit den Exhumern, weil über die kann man ja nichts Schlechtes sagen. Das ist eigentlich auch doof, ne? Weil ja, da kann man nicht so, das F-Wort kann man da einfach nicht droppen. Das F-Wort ist Fotze! Das ist auch ziemlich schade, ne? Kennt ihr noch die 80er Jahre Action-Serie Airwolf? Ne? Ihr kennt das, ne? Mit dem Hubschrauber und so, endgeil. Was ist aus Airwolf geworden, zeige ich euch jetzt. Schlimm, das ist aus Airwolf geworden, ich sag euch. Hier haben wir noch einen jemanden, der können wir hier mal schön um. Ne? Wie fandest du es denn heute Abend? Ja, super. Wie die letzten 2-3 Wochen auch, ne? Wenn man so mit so einer Band auf Tour ist, kann man machen. Jetzt könnte ich ja eigentlich noch Werbung für ein anderes Magazin machen. Mach ich aber nicht. Gute Show, Inside Report. Hier, das Catering nach dem Gig. Hervorragend. Hier, Käse, Brot. Das sind schöne Knifte. Sexy, sexy Käsebrot, wie Helge sagen würde. Gucken wir uns hier mal um. Hier und da ist auch noch. Ich überlege, ob ich dieses Bier schlage. Soll ich dieses Bier klauen? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es hier noch. Ich klaue es, glaube ich. Das mag der Minister natürlich sehr gerne. Noch ein Bier vielleicht. Weil ich ja weiß, dass ihr mir auch gerne mal beim Verfall zuguckt. Und gleich gibt es übrigens noch die Antwort auf meine Frage, die ich am Anfang des Videos gestellt habe. Wer hat den Größten? Nee, was ist braun und kann ganz, 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 ganz tief tauchen? Ein U-Brot. Jetzt hat er's. Oh. Ja, jetzt hat er's vorweggenommen. Ja. Ja, schwenk ruhig um. Weil hier, geilster Typ der Welt, Käsebrot, 2 Daumen, 1 Auge. U-Brot. Was geht, Alter? Wissen ja alle, die Exhumer großartig sind, ne? Und Paparazzi, die gehen ja immer zu so ganz wichtigen Leuten nach Hause und wühlen in ihren Mülltonnen rum. Das machen wir heute auch mal. Wir wühlen auch mal in der Mülltonne von Exhumer rum. Und was haben wir da? Ein
da. Haben wir eine schöne Juppe gefunden. Schön. Ja, riecht aber auch gar nicht so schlecht. Jetzt. He don't wants that I tag him on this video. No. No. Ah, on this video, no problem. No, no problem. On this video, no problem. On this video, no problem. No problem. No problem. No problem. Jetzt sind wir wieder im Auto auf dem Weg zurück. Jo. Und jetzt hören wir uns mal Coma 7 an. Coma 7. Das hören wir uns jetzt mal an. Läuft gerade. Ich finde das gar nicht so schäbig. Ihr müsst verstehen, dass auch der Alkohol funktioniert. Wenn ihr da oben reinklickt, dann könnt ihr noch einen Exhuma-Song sehen. Ihr müsst da oben reinklicken, da oben. Jetzt kommt das hier gerade eingeblendet. Und dann könnt ihr den Exhuma-Song gucken. So, jetzt ist auch der Abend vorbei. Da haben wir wieder ein bisschen seriösen Journalismus gemacht, ohne F-Word. Und ich sag mal so, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Channel liked, dann macht hier mal schön liken und subscriben und wie das auf Neudeutsch irgendwie so heißt. Ich sag mal, ich bin der Go-Minister, ihr nicht. Und ich sag tschüss. Tschüss.